Hallo ihr Lieben, heute habe ich wieder ein leckeres veganes Rezept für euch, und zwar für einen Pak Choi Salat. Wir benötigen dafür einen Pak Choi, sowie etwas Salz, eine große Knoblauchzehe, den Saft einer halben Limette, ein Stück Ingwer, so circa 2 cm groß, es sollte gerieben einen Esslöffel ergeben, 15 Gramm braunen Rohrzucker, sowie 5 Gramm schwarzen Sesam und 5 Gramm weißen Sesam, 3 Esslöffel Sesamöl, sowie ein Esslöffel Sojasauce und ein Esslöffel Reisessig. Außerdem einen Esslöffel Sambal Oleg. Ihr könnt aber auch eine frische Chilischote verwenden. Ich sage euch dann nachher beim Zubereiten, wo die Chilischote reinkommt. Die kommt nämlich an einer anderen Stelle rein als Sambal Oleg, falls ihr dann die Chilischote verwendet. Und Koriander. Am allerbesten eine Handvoll frischen Koriander, das ist für das Topping am Ende. Ich habe leider keinen frischen Koriander da, deswegen werde ich getrocknete Korianderblätter verwenden. Bitte kein Korianderpulver nehmen, sondern wirklich Korianderblätter, wenn ihr das auch getrocknet nimmt. Und ansonsten eben frische Korianderblätter. Und zu guter Letzt noch 2 Stangen Frühlingszwiebel, die hole ich mir gleich noch frisch aus meinem Hochbeet. Ja, dann würde ich sagen, können wir auch schon loslegen. Zuallererst habe ich meine Knoblauchzehe geschält. Die werde ich wie immer mit der Knoblauchpresse pressen. Ihr könnt sie natürlich auch, wenn ihr es lieber habt, klein fein hacken. Aber ihr wisst ja, wenn ihr mich kennt, ich presse Knoblauch immer generell. Ja, also ich presse ihn, ihr könnt ihn aber auch klein fein hacken. So ein Stück Ingwer habe ich jetzt abgeschnitten, die Schale natürlich entfernt und gerieben. Das ist jetzt so ein Esslöffel, wie man sieht. Und mein Pak Choi. Da habe ich auch den Strunk, also diesen unteren Teil, entfernt, der kommt weg. Und die einzelnen Blätter dann ja, auseinandergenommen und gewaschen. Hier in einem Topf habe ich, weil der Pak Choi muss blanchiert werden, hier habe ich jetzt Wasser hineingegeben. Und ja, in den Topf mit Wasser gebe ich jetzt einfach ein bisschen Salz, ja, so einen halben Teelöffel, sage ich mal. Müsst ihr nach Gefühl machen. Das lasse ich jetzt aufkochen, also wirklich komplett 100 Grad aufkochen. Und wenn das dann sprudelt und kocht, dann erst gebe ich meine Pak Choi Blätter komplett hinein und stoppe die Zeit für 3 Minuten, dass die halt ja, blanchieren, ein bisschen weich werden, aber noch einen schönen Biss haben. Ja, einfach aufkochen, wie gesagt, und dann auch bei kochendem Wasser 3 Minuten drinnen lassen und dann aber auch sofort absieben und beiseite stellen, weil kann kalt werden, es ist ein Salat. Und während jetzt mein Wasser, ich habe es schon draufgestellt, während mein Wasser jetzt ja, langsam hoffentlich aufkocht, bevor ich dann den Pak Choi reingebe, habe ich jetzt auch noch eine Pfanne geholt, ohne Öl. Da werde ich jetzt 5 Gramm, wo habe ich es denn? 5 Gramm weißen Sesam und 5 Gramm schwarzen Sesam hineingeben. Also einfach die Pfanne erhitzen, ohne Öl. Und dann 5 Gramm weißen, 5 Gramm schwarzen Sesam hinein und schön ja, unter ständigem Rühren, Schwenken anrösten. Und dann gebe ich das auch beiseite. So, es geht weiter. Ich habe mir gerade meine 2 Stangen Frühlingszwiebel schon mal geholt aus dem Hochbeet. Wie ihr vielleicht hört, mein Wasser kocht. Und ich habe den Pak Choi gerade reingegeben. Ich muss jetzt nur auf die Uhr achten, 3 Minuten und dann komplett absieben und beiseite stellen. Meinen Sesam habe ich auch schon. Einmal angeröstet, den weißen und den schwarzen, und beiseite gestellt. Da kommt auch als Topping am Ende drauf. Das heißt, wir sind schon gut vorbereitet. Und meine 15 Gramm braunen Rohrzucker habe ich auch schon abgewogen. So, jetzt geht es weiter. Und zwar benötigen wir einen ja, kleineren Topf. Und in diesen Topf gebe ich jetzt 3 Esslöffel Sesamöl hinein. Wenn das erhitzt ist, werde ich meine Knoblauchzehe hineinpressen und den Ingwer dazugeben. Und die 2 Sachen schön einmal für 1-2 Minuten anbraten. Falls ihr jetzt eine frische Chilischote habt und keinen Sambal Oleg, dann natürlich die Chilischote schön in kleine feine Ringe schneiden. Und dann kommt in diesen Topf die 3 Esslöffel Sesamöl, wie gesagt, die Knoblauchzehe, Ingwer und aber auch zusätzlich noch die Chilischotenringe. Und das dann eben so anbraten. Das kommen nur die Chilischoten dazu. Falls ihr aber Sambal Oleg nimmt, das kommt dann nachher erst, das seht ihr ja dann gleich. Nachdem ich jetzt Ingwer und Knoblauch in den 3 Esslöffel Sesamöl kurz angebraten habe, wie gesagt, frische Chilischote, dann auch die Chilischotenringe noch rein, kommen jetzt 1 Esslöffel Reisessig dazu. Ein Esslöffel Sojasauce. Wie die 15
Gramm braunen Rohrzucker. Ich hoffe, ihr hört mich. Ich habe runtergedreht auf halbe Stufe, weil das Ganze 5 Minuten circa köcheln muss. Also ein Esslöffel Reisessig, ein Esslöffel Sojasauce und die 15 Gramm brauner Rohrzucker. Dazu geben wir jetzt noch einen Esslöffel Sambal-Oleg, falls ihr die Chilischote schon drinnen habt oder ihr wirklich scharf, dann könnt ihr es zusätzlich reingeben. Bei mir passt hier nur ein Teelöffel rein in das Glas. Und ich habe hier noch die Reste. Das ist aber jetzt nur ein Teelöffel. Ich mag es ein bisschen schärfer. So. Und noch eine halbe, also und den Saft der halben Limette kommt auch noch dazu. Ich habe leider nur eine Zitrone, das gerade war eine grüne Zitrone, es sah nur aus wie eine Limette. Und ich habe hier schon die Schale gestern abgerieben für ein anderes Rezept. Ich presse jetzt hier die halbe Zitrone rein, die Limette wäre natürlich besser. So. Und das Ganze jetzt kurz, circa 5 Minuten höchstes Köcheln. So sieht das jetzt bei mir aus. Das habe ich jetzt beiseite gestellt, das kühlt ganz kurz ab. Und mein Pak Choi habe ich auch schon abgesiebt und ebenfalls beiseite gestellt, der kühlt ebenso kurz ab. Und wenn das jetzt so 15 Minuten abgekühlt ist, dann können wir auch schon alles anrichten. Da habe ich nun meinen Pak Choi auf einen Teller noch so angerichtet. Hätte ich jetzt eine längliche Form, hätte ich die einzelnen Pak Choi Blätter nebeneinander gelegt. Das sieht auch schön aus. Wie auch immer, das ist jetzt der abgekühlte Pak Choi. Und hier haben wir die abgekühlte Masse. Wenn ihr jetzt keinen Sambal Oleg verwendet habt, sondern nur Chilischoten in Ringe, dann ist das jetzt nicht so klebrig. Ich hatte leider, wie gesagt, keine Chilischote. Deswegen sieht das jetzt so aus. Ist aber auch nicht schlimm, aber anders ist das schon besser. Und jetzt gebe ich das pastenweise. Ich glaube, ich nehme zwei kleine Teelöffel. Ich gebe jetzt erstmal das Öl hier drüber. Und dann versuche ich, dass ich die Paste hier, weil es nicht so schön, einzeln dann noch schön verteile. So. Dann kommen hier drauf unsere gerösteten Sesamkörner. Und die Frühlingszwiebelringe. Ja, und das war es auch schon. Also das ist unser fertiger Pak Choi-Salat. Ganz vergessen, Koriander fehlt auch noch. Also auch noch den Koriander. Ich habe jetzt nur die getrockneten Korianderblätter. Ihr könnt auch frischen Koriander verwenden. Einfach nach Belieben, nach Gefühl, so wie ihr das mögt. So, und jetzt ist das Ganze fertig. Ja, ihr Lieben, ihr habt den Salat ja schon gesehen. So sieht er aus. Ich würde mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn ausprobiert. Super lecker, gesund jetzt für die Sommerzeit, egal ob pur oder als Beilage. Wirklich was sehr Leckeres. Ich würde mich wirklich sehr freuen. Ja, lasst mir sehr gerne ein Abo da. Darüber würde ich mich umso mehr freuen. Und schaut auch gerne auf meinem Instagram-Profil vorbei. Das habe ich euch unten verlinkt. Da könnt ihr mir auch gerne folgen. Und mich gerne verlinken, wenn ihr eins meiner Rezepte nachmacht. Dann sehe ich das auch. Und ich lasse euch in der Infobox noch ein weiteres Pak Choi-Rezept drinnen stehen. Ich schreibe es euch unten rein. Und zwar habe ich da schon mal japanische Ramen mit Pak Choi gemacht. Auch sehr lecker. Probiert es auch unbedingt mal aus. Und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.